Hallo meine Lieben, vor ein paar Wochen wurde mein Sohn schon 2 Jahre alt und die Zeit verging wirklich wie im Flug. Und natürlich habe ich den Anlass genutzt und eine leckere Geburtstagstorte gebacken und das Ganze für euch abgefilmt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht braucht der eine oder der andere noch eine Idee für einen Geburtstagskuchen. Der Kuchen kann natürlich zu jedem beliebigen Geburtstag zubereitet werden, nicht nur zu einem zweiten Geburtstag. Und jetzt würde ich sagen, wir starten und ich zeige euch die Zutaten dafür. Für den Teig brauchen wir 450 Gramm Mehl, 150 Gramm Speisestärke, 300 Gramm Zucker, 6 Eier, 300 Milliliter Milch und 300 Milliliter Öl, 30 Gramm Backkakao, 1 Esslöffel Vanillezucker, eine Prise Salz und ein Päckchen Backpulver. Als erstes gebe ich jetzt in meine Rührschüssel die 6 Eier, den Zucker, Vanillezucker und dem Salz hinzu. Und das Ganze lasse ich jetzt schön schaumig aufschlagen, bis eine weißcremige Masse entstanden ist. Nach etwa 3 bis 4 Minuten ist schon eine schöne weißcremige Masse entstanden. Und hier hinzu gebe ich jetzt mein Öl und die Milch. Und lasse das Ganze auf niedriger Stufe einmal kurz unterrühren. Das Öl mit der Milch ist jetzt schön untergerührt und jetzt kommen noch die trockenen Zutaten hinzu. Und zwar werde ich diese einmal einsieben, das Mehl mit dem Backpulver und der Kakao. Und das Ganze siebe ich jetzt einmal durch und dann lasse ich die trockenen Zutaten einfach nur einmal einrühren, bis ein schöner Teig entstanden ist. Somit ist der Teig auch schon fertig und wir können ihn in unsere Backform füllen. Mein Backblech habe ich mir hier bereits schon vorbereitet und zwar habe ich hier einfach noch eine Backfolie reingegeben und mein Backrahmen. Und den Backrahmen habe ich eingestellt auf 30 x 40 cm und hier hinein gebe ich jetzt einfach meinen Teig. Und verteile den Teig dann schön gleichmäßig darin. Sobald ich den Teig dann schön gleichmäßig verteilt habe, kommt dieser jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen und braucht etwa so 30 bis 40 Minuten. Macht einfach die Stäbchenprobe und sobald nichts mehr hängen bleibt, ist der Teig auch schon fertig. Wir haben bereits jetzt den nächsten Morgen und der Kuchen war bei mir gestern 30 Minuten im Backofen. Diesen werde ich jetzt einmal durchschneiden, somit dass ich dann 2 Böden erhalte. Wenn ich das Ganze dann gemacht habe, erhalte ich 2 Böden und das Ganze lasse ich jetzt aber so aufeinander liegen. Und hier habe ich mir jetzt eine Schablone vorbereitet, eine 2, und die lege ich jetzt einfach hier auf den Kuchen drauf und schneide dann mit einem Messer außen herum und schneide mir eine 2 daraus. So sieht meine 2 jetzt fertig ausgeschnitten aus mit den 2 Böden. Und der Rest des Kuchens habe ich hier. Damit kann man zum Beispiel Cake Pops machen oder ihr gefriert ihn einfach ein und verwendet ihn wann anders. Und so stelle ich den Kuchen jetzt erstmal beiseite und dann werde ich die Füllung vorbereiten. Für die Füllung brauchen wir 400 ml kalte Milch, Bananen. Wie viel wir davon genau benötigen, schreibe ich alles in die Infobox. Und ich habe hier 2 Paradiescreme in der Geschmacksrichtung Schokolade. In dieser Form habe ich die Torte jetzt noch nicht zubereitet, deshalb werde ich euch alle Zutaten natürlich wie immer in der Infobox auflisten. Für die Creme gebe ich als erstes die Milch in eine Schüssel und hier hinein kommen jetzt noch die 2 Beutel Paradiescreme. Ihr könnt natürlich jede Füllung verwenden, die ihr möchtet. Ich habe das jetzt nur verwendet, weil ich das Ganze einfach noch zu Hause hatte. Und das Ganze wird jetzt schön verrührt, so etwa 2 bis 3 Minuten, bis eine schöne Creme entstanden ist. Ich füge der Creme jetzt noch einen Esslöffel Sanapart hinzu, einfach dass die Creme etwas fester wird. Ihr könnt die Creme aber auch gerne mit Schlagsahne zubereiten, dann ist sie auf jeden Fall schon etwas fester wie mit Milch. Somit ist die Creme auch schon fertig und wir können sie auf unseren Kuchen geben.
Ich habe mir jetzt hier so eine Unterlage vorbereitet und zwar habe ich einfach festen Karton genommen, habe diesen mit Alufolie eingeschlagen und hier drauf werde ich jetzt meinen Kuchen geben, aber unten drunter gebe ich noch etwas Backpapier, somit dass mir die schöne Unterlage einfach nicht verschmiert und dann kann ich das Backpapier einfach später wieder rausziehen. Den Kuchen habe ich mir jetzt hier auf die Unterlage gegeben und habe Backpapier darunter gelegt. Und den zweiten Boden, also den oberen Boden, habe ich mir hierher gelegt, so dass ich den Boden jetzt schön befüllen kann. Ihr müsst halt ziemlich vorsichtig sein, am besten ihr seid zu zweit, weil der Kuchen ist wirklich richtig saftig und daher zerbricht er auch leider sehr schnell, wenn man nicht aufpasst. Und deshalb habe ich mir hier einfach so zwei Bratenwender zur Hilfe genommen und das dann hier runtergegeben. Und nun nehme ich mir jetzt hier die Creme und befülle hier den Boden. Und hier verwende ich jetzt so eine Winkelpalette und verstreiche das Ganze schön darauf. Und wenn ich die Creme dann schön darauf verteilt habe, kommen jetzt die Bananen zum Einsatz. Und diese schneide ich einfach in Scheiben und lege sie mir hier darauf. Und sobald ich die Bananen dann alle schön darauf verteilt habe, kommt jetzt einfach wieder der Deckel oben drauf. Sobald der Deckel dann oben drauf ist, gebe ich jetzt noch etwas Creme in die Lücken hier hinein, also an der Seite, und streiche es schön glatt. Und so stelle ich die Torte jetzt erst einmal in den Kühlschrank für etwa 30 bis 40 Minuten, bis die Füllung schön fest geworden ist und dann können wir weitermachen. Die Torte war jetzt eine Stunde im Kühlschrank und jetzt ist sie bereits schön durchgekühlt. Hier habe ich 400 Gramm Vollmilchkuvertüre geschmolzen und die ist jetzt auch etwa schon handwarm, also sie ist nicht mehr heiß. Und hier habe ich Smarties und KitKat. Ich schreibe euch genau in die Infobox, wie viel ich genau gebraucht habe. Als erstes werde ich hier mit den KitKats anfangen und die werde ich einfach mit der Vollmilchkuvertüre an den Seiten festkleben. Und jetzt schaue ich erstmal, wie hoch ich die KitKats brauche und markiere mir das hier mit dem Messer. Und dann schneide ich mir die ganzen KitKats erstmal zurecht. Werde ich jetzt die Ränder hier bestreichen mit der Kuvertüre und dann nehme ich mir die einzelnen KitKats und klebe sie hier einfach dran fest. Und das mache ich jetzt einfach mit den kompletten KitKats, bis ich hier einmal drumherum bin. Die KitKats habe ich jetzt alle außen herum gegeben und jetzt gebe ich hier die Kuvertüre drauf und werde dann die Smarties darauf kleben. So, die Torte ist jetzt vollständig mit Smarties bedeckt und jetzt kann ich die Backpapiere vorsichtig rausziehen. So sieht die Torte jetzt fertig aus und ich werde euch jetzt gleich noch ein paar Bilder hinten dran hängen, wie sie auch im Anschnitt aussah. Und dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachpacken und beim Genießen. Das war es auch schon mit dem Video und mit dem Rezept. Natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr es vielleicht mal ausprobiert. Ihr könnt den Kuchen natürlich beliebig abwandeln, den Kakao rauslassen, die Bananen ersetzen durch ein anderes Obst. Und dann würde ich mich jetzt super darüber freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, was ihr euch noch so wünscht. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann macht es jetzt, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!